Ja, liebe Thüringer, liebe Landsleute, liebe Patrioten, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der ältesten Stadt Thürings, in Arnstadt. Schön, dass ihr zusammengekommen seid. Schön, dass wir dieses machtvolle politische Zeichen setzen. Und ich erinnere gerne daran, dass dieses Arnstadt für uns auch als AfD ein besonderer Ort ist. Hier in Arnstadt, hier entstand die Keimzelle unseres AfD-Landesverbandes in Arnstadt und Umgebung. Hier begannen wir, unseren Landesverband aufzubauen. Hier haben wir in den letzten 6 Jahren Aufbauarbeit geleistet. Wir haben eine Parteiorganisation erstellt. Wir haben eine Fraktion im Landtag aufgebaut. Alles das nahm irgendwie seinen Ausgang von und durch diese wunderschöne Stadt Arnstadt. Wir haben eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in den letzten 6 Jahren geschrieben, liebe Freunde. Sie ist noch lange nicht zu Ende und wir werden sie am 27. Oktober 2019 zu einem neuen vorläufigen Höhepunkt führen. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich die anwesenden Pressevertreter. Wir freuen uns, und ich denke, ich kann das in euer allen Namen so ausdrücken, wie immer über eine umfassende und möglichst objektive Berichterstattung. Jetzt habe ich das Umfassende, das Objektiv ja nun schon entsprechend betont. Ja, umfassend, das ist das, was wir uns wünschen. Und gerade mit Blick auf die Freunde der Mediengruppe Thüringen bzw. der Journalisten, die dort angestellt sind und die bei den verschiedenen Zeitungen der Mediengruppe Thüringen arbeiten. Das ist ja praktisch ein Quasi-Monopol, das in Thüringen hier tätig ist im Bereich des Journalismus. Insbesondere in diesen Produkten vermissen wir, natürlich ist das ein ganz subjektiver Eindruck, vermissen wir doch als mittlerweile bei 25% stehende Partei eine adäquate Berücksichtigung unserer Inhalte, unserer Politikansätze, unserer Ziele und Forderungen. Und dass es vielleicht doch mehr ist als nur ein subjektiver Eindruck, das ist mir erst kürzlich wieder klar geworden. Der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen, ich denke sogar die meisten von euch. Ich habe als Spitzenkandidat jetzt für die Wahl hier in Thüringen und aber auch als Wahlkreiskandidat ein Rennradteam zusammengestellt. Wir waren 12, ja, da darf man mal applaudieren. Wir waren 12 durchtrainierte Radfahrer und ich denke, wir sahen richtig schick aus in unseren Trikots und wir sind dann vor einigen Tagen gestartet zu einer Radtour mit unserem Rennradteam 80 Kilometer durch die traumhaft schöne Landschaft des thüringischen Eichsfeldes bei einem strahlenden oder an einem strahlenden Altweibersommer. Darf man das noch sagen? Altweibersommertag. Es war Labsal für die Seele und man fährt an unersetzlichen Kulturgütern vorbei, man fährt durch eine traumhafte Landschaft, man weiß, wofür man diese politische Arbeit tut. Wie gesagt, tolle Bilder sind entstanden, ein kleiner Film ist auch entstanden, der wird auch bald öffentlich gemacht werden und wir haben dann sogar noch eine Straßensperre durchbrechen müssen. Da hatten nämlich einige vermummte Opfer der deutschen Bildungskatastrophe geglaubt, sie könnten mal gerade eben eine Kreisstraße absperren. Da sind wir dann beherzt durchgestoßen, haben uns nicht aufhalten lassen. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, das ganze Ding hatte vieles von dem, was normalerweise ein Journalistenherz höher schlagen lassen müsste. Und was fand man dann am nächsten und in den folgenden Tagen im Lokalteil der Thüringer Allgemein? Ich spreche also vom Eichsfeld-Teil. Nichts. Noch nicht einmal eine Randnotiz, noch nicht mal ein Hinweis in der Rubrik Veranstaltungshinweise. Ja, mein Mitbewerber von der CDU, der bekommt tatsächlich bei jedem Kaffeetrinken, das er mit einem Kleinunternehmer durchführt, sofort die erste Seite im Eichsfeld-Teil
das ist das, was mir immer schon wieder in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist. Wir wissen ja, das Eichsfeld, das thüringische Eichsfeld, ist eine traditionelle CDU-Hochburg. Das muss man deutlich so sagen. Thüringen wurde ja praktisch jahrzehntelang aus dem thüringischen Eichsfeld regiert. Eine Hochburg, andere sagen auch, ja, es ist eigentlich mehr ein schwarzer Sumpf, dieses Eichsfeld. Und deswegen, weil ich dafür auch immer mehr Indizien habe, dieser Aussage Glauben zu schenken, deswegen glaube ich auch nicht mal an Versehen, also im Hinblick darauf, dass unsere großartige Fahrradtour mit keiner Silbe erwähnt wurde, aber der Kollege von der CDU von jedem Kaffeetrinken entsprechend einen Bericht in die Zeitung bekommt. Liebe Freunde, dieser schwarze Sumpf im Eichsfeld, der wird dann noch gekrönt von einem meterdicken Politikfels. Der ist so dick, wie man ihn sonst nirgendwo in Thüringen findet. Einige Eichsfelder, die haben mittlerweile Nasenschmerzen von dem modrigen Geruch, der ihnen ständig in die Nase steigt. Einige sagen, das riecht schon wieder sehr nach SED-Filz hier im Eichsfeld. Und genau deswegen bin ich und sind wir dort richtig. Wir wollen nämlich zum Wohle der Bürger diesen Sumpf dort trockenlegen. So, aber ganz journalistenfrei waren wir dann doch nicht unterwegs, wir tapferen Radfahrer. Es gesellten sich nämlich weitere Teilnehmer zu uns, die wir zunächst gar nicht erkannten, und später stellten sie sich als Redakteure der Heute-Show heraus. Die haben sich uns angeschlossen. Ja, ein Redakteur ist sogar mitgefahren. Der hat das Feld, wie wir Fahrradfahrer sagen, von hinten angeführt. Ja, der musste dann bald abreißen lassen, als es etwas bergiger wurde. Aber wir haben uns wirklich gut unterhalten in den Stellen oder in den Streckenbereichen, wo er noch mithalten konnte. Das muss ich sagen, das war ganz nett. Also von hier und heute aus Arnstadt auch beste Grüße an Olivia Welke und ihr Team. Ihr seid für uns die beste Werbung. Umfangreich und objektiv. So wünscht man sich eine Presseberichterstattung, die einer Demokratie alle Ehren macht. Ja, es ist so, liebe Freunde. Nicht nur der Staatsbürger, der mündiger Bürger sein will und sein muss und das entsprechend auch leben sollte, nicht nur die Politik tragen eine große Verantwortung für das Blühen eines demokratischen Staatswesens, sondern vor allen Dingen auch die Presse. Und an dieser Stelle gebe ich auch gerne zu, dass ich nach dem letzten ZDF-Interview, das die meisten von euch doch irgendwie in der Kurz- oder Langfassung wahrscheinlich wahrgenommen haben, menschlich enttäuscht war. Und ganz kurzzeitig dachte ich daran, dass ich Ihnen, liebe Pressevertreter, heute nochmal so richtig einige gewisse Dinge unter die Nase reiben sollte. Beispielsweise die Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung, die wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass Sie, sehr geehrte Pressevertreter von den etablierten Medien, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, auf dem ersten Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, 2016, praktisch ausschließlich Regierungspropaganda verbreitet haben. Gerne hätte ich Ihnen auch noch mal den Spiegel-Relotius unter die Nase gerieben oder das unsägliche Anti-AfD-Framing-Manual der ARD, dessen Autorin, so hörte ich jedenfalls, Expertin für NS-Propaganda sein soll. Oder aber einfach die Tatsache, und meine Vorredner haben es schon in so treffende Art und Weise ausgeführt, dass wir als AfD-Politiker, wenn wir mal in sogenannten Talkshows sitzen, wenn wir in Interviewsituationen sind, einfach ständig in die Verhörsituation hineingedrängt werden. Das ist unerträglich, sehr geehrte Pressevertreter, aber das sei hier nur en passant erwähnt, für heute einfach mal Schwamm drüber. Ich denke, einige Rätejournalisten, die sind heute auch da, ich habe solche auch schon kennengelernt, auch bei den etablierten Medien. Und zum Abschluss an dieser Einleitung einfach nochmal ein von Herzen kommender Appell an alle Medienschaffenden, die heute hier sind und die mich vielleicht auch über den Livestream jetzt anhören. Leben Sie einfach Ihr journalistisches Ethos. Leben Sie einfach menschlichen
Anstand. Und denken Sie bitte immer daran, guter Journalismus, der fußt auch auf der Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können und in andere hineinversetzen zu wollen. Und zwar nicht nur in die Regierung, sondern auch in die Opposition. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, liebe Medienvertreter. Liebe Freunde, ja, die großartigen Wahlerfolge unserer Mitstreiter in Brandenburg und Sachsen sind heute auch nochmal in Erinnerung gerufen worden. Dessen hätte es jedenfalls, was meine Person angeht, gar nicht bedurft. Die sind mir noch wirklich völlig lebendig. Ich bin oft noch in Gedanken in diesen Wahlkämpfen unterwegs. Diese fantastische Atmosphäre, diese Aufbruchsstimmung. Und das ist das, was mir alle Wahlkämpfer berichtet haben, egal in welcher Funktion sie in Brandenburg oder Sachsen unterwegs war. Da ist etwas Historisches passiert. Da ist ein Gefühl entwickelt worden, dass wir auch mitnehmen wollen und dass wir auch in Thüringen leben wollen. Und wir werden es mitnehmen und wir werden es leben. Und darauf freue ich mich. Und diese großartigen Wahlerfolge, die sind errungen worden gegen die etablierten Medien, gegen die von den noch herrschenden, maximal mobilisierten Teilnehmer der sogenannten Zivilgesellschaft. Eines ist für mich jedenfalls ganz sicher. Wenn wir in den letzten Jahren, wenn wir in den letzten Monaten und gerade in den letzten Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen so behandelt worden wären als bürgerlich-patriotische Oppositionskraft, wie das die Altparteien, wie das die Kartellparteien von den etablierten Medien mit aller Selbstverständlichkeit zugebilligt worden ist, dann wären die Ergebnisse wahrscheinlich noch ganz andere gewesen. Dann ständen wir in Brandenburg schon bei 35% und in Sachsen schon bei 40% plus X. Das ist meine feste Überzeugung. Aber schon die unter so schweren Bedingungen erreichten und erkämpften Ergebnisse zeigen, dass sich da etwas Historisches zugetragen hat in Brandenburg und in Sachsen. Meine Vorredner haben daraufhin schon hingewiesen und ich möchte das auch ganz gerne trotzdem noch mal kurz in Erinnerung rufen, weil man sich die Zahlen eigentlich gar nicht oft genug anhören kann, weil sie so bedeutsam sind. In 3 von 5 Alterskohorten lagen wir in Brandenburg vorne. In Sachsen lagen wir sogar in 4 von 5 Alterskohorten vorne und es wurde damit eine Legende widerlegt, die von Etablierten immer wieder emsig gepflegt wird. Die AfD-Wähler seien vor allen Dingen alte Spießer und Abgehängte, sozusagen die Loser der Nation, die keine Zukunft haben. Nein, so ist es eben gerade nicht. Die Zahlen haben etwas ganz anderes gezeigt. Vor allen Dingen die jungen Leute haben uns gewählt, die um ihre Zukunft durch die desaströse Politik der Altparteien betrogen werden. Und, liebe Freunde, die Leistungsträger haben uns gewählt. Also die, die jeden Morgen aufstehen, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, die jeden Morgen die Ärmel hochkrempeln und die jeden Morgen die Maschinen anwerfen und am Laufen halten, um das Geld zu erwirtschaften, das in sinnlosen, als absurd zu bezeichnenden Ideologieprojekten von den Altparteien. Ich nenne das EU-Projekt, ich nenne das Euro-Rettungsprojekt, ich nenne das Energiewende-Projekt, ich nenne das Multikulturalisierungsprojekt, ohne Sinn und Verstand verbraten wird. Das waren unsere Wähler, liebe Freunde, die Mitte der Gesellschaft, die Leistungsträger der Gesellschaft, die Zukunft dieser Gesellschaft. Und die Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen jetzt mal aufaddiert. Kam die CDU insgesamt auf 23,8%. Das war die 10. bzw. 11. Wahlniederlage der Union seit dem Jahre 2016. Ja, die CDU hat es in Sachsen nochmal geschafft, Nummer 1 zu werden. Jörg Urban hat darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen den Senioren zu verdanken, in Anführungszeichen, deren Beharrungskräfte etwas
größer sind, aber auch die werden wir von unseren Argumenten noch überzeugen. Ja, die CDU ist damit immer noch eine Volkspartei, aber sie ist eine altersschwache Volkspartei. Sie ist eine vergehende Volkspartei und das ist gut für Thüringen und das ist gut für Deutschland, liebe Freunde. Die SPD, die kam insgesamt, Brandenburg und Sachsen aufaddiert, auf 16,9%, in Sachsen nur noch auf 7,7%. Die SPD ist damit keine Volkspartei mehr. Man mag das angesichts ihrer historischen Verdienste durchaus bedauern. Sie ist jedenfalls Stand heute, September 2019, nur noch ein politisches Randphänomen. In Thüringen steht sie aktuell bei 7%. Da geht noch was nach unten. Vielleicht kriegen wir die Genossen, die keiner mehr braucht, auch noch unter die 5%-Hürde gedrückt. Das wäre es doch. Und unsere AfD kam insgesamt Brandenburg und Sachsen aufaddiert auf 25,5%. Unser Aufstieg ist allen medialen Unkenrufen zum Trotz ungebrochen. Sie, unsere Partei, unsere AfD, unsere Alternative für Deutschland, ist die junge, ist die vitale Volkspartei des Ostens und sie ist die gesamtdeutsche Volkspartei der Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Und diesen Anspruch, liebe Freunde, werden wir hier auch in Thüringen am 27.10. unter Beweis stellen. Wir werden im Osten der Republik den Politikwahnsinn der Altparteien beenden und die Wende zur Vernunft einleiten. Und für dieses Ziel werden wir gemeinsam bis zum Umfallen kämpfen. Wir sind nicht nur jetzt schon die Nummer 1 im Osten, sondern wir haben, und darauf hat Andreas Kalbitz hingewiesen, auch unheimlich viele Menschen, die mit dieser erstarrten Partei in Demokratie schon abgeschlossen haben, für die Demokratie zurückgewonnen. 350.000 Nichtwähler haben wir als AfD aktiviert. Das ist mehr als alle anderen Altparteien zusammen. Und statt der AfD von etablierter Seite immer wieder in dämlicher Art und Weise Demokratiefeindlichkeit zu unterstellen, sollte man einfach mal diese so erfreuliche Tatsache zur Kenntnis nehmen. Es ist ja sowieso als grotesk zu bezeichnen, wenn ein quasi oligarchisches System selbstherrlich einer Volksopposition mangelndes Demokratieverständnis vorwirft. Und nach dieser kruden Logik ist dann die AfD-Forderung nach mehr direkter Demokratie wohl auch ein Ausdruck besonderer Demokratiefeindlichkeit. Liebe Freunde, es ist meine, es ist unsere feste Überzeugung, ohne eine Belebung der direkten Demokratie, ohne eine Stärkung der direkten Demokratie werden wir unsere erstarrte Altparteienherrschaft nicht überwinden können. Dieses Thema ist von überragender Bedeutung und deswegen haben wir dieses Thema in unserem über 100 Seiten starken Thüringer Landtagswahlkampfprogramm an die erste Stelle gesetzt. Das Kapitel für eine lebendige Demokratie ist tatsächlich das erste von 19 Kapiteln. Wir sagen Ja zur Stärkung einer Bürgerdemokratie. Wir sagen Ja zur Verkleinerung des Landtags. Wir sagen Ja zu einer Absenkung der Quoren bei Volksabstimmungen und Volksentscheidungen. Wir sagen Ja zu der Möglichkeit, dass das Volk genauso wie in der Schweiz unsinnige, aber trotzdem vom Parlament beschlossene Gesetze kippen kann. Wir sagen Ja zu obligatorischen Volksbefragung und bei Verfassungsänderung. Wir wollen hier im Freistaat Thüringen vorangehen, um einen Impuls für die Bundesebene zu geben. Wir wollen eigentlich nur das, was man uns seit 75 Jahren vorenthält. Wir wollen das, was sogar im Wortlaut in unserem Grundgesetz steht. Dort steht nämlich, dass das deutsche Volk in Wahlen und Abstimmungen seinen Willen bekundet und entsprechend umsetzt.
Und dort, liebe Freunde, wo es um die großen Zukunftsfragen geht, dort muss das ganze Volk selbstverständlich direkt mitentscheiden dürfen. Wir wollen keine Zuschauerdemokratie, wir wollen keine Demokratiesimulation, denn das ist der Zustand dieser Republik im Jahre 2019. Wir wollen endlich eine aktive Bürgerdemokratie. So, wo ich jetzt gerade über Demokratie rede, jetzt muss ich an Wiebke Binder denken. Kennt ihr die noch? Das ist die MDR-Moderatorin, die heute auch schon mal Gesprächsthema war. Das ist die, die in einer Wahlsendung am Abend, ich glaube, es war in Sachsen, davon geredet hat, dass eine AfD-CDU-Koalition als bürgerlich zu bezeichnen ist. Die ist doch Wiebke Binder, oder? Mein Gott, ein Sturm der Entrüstung traf diese arme junge Frau. Mir hat sie ja wirklich leid getan. Und ich weiß nicht, ob Wiebke Binder beim MDR, ist sie, glaube ich, angestellt, irgendwann wieder moderieren darf oder ob sie bis zum Eintritt in die Rente jetzt Kaffee kochen muss oder Akten sortieren muss. Ich wünsche es ihr nicht. Ich hoffe, der MDR möge sie resozialisieren. Aber ich bin überzeugt, liebe Freunde, dass die Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist und dass die Meinungsfreiheit auch groben Unfug tolerieren muss. Ja, die Äußerungen von Frau Binder waren tatsächlich grober Unfug. Denn die CDU ist längst keine bürgerliche Partei mehr. Die Position ihres Führungspersonals, ich will jetzt nicht von den einfachen Mitgliedern reden, von denen ich auch einige getroffen habe in den letzten Monaten und Jahren, die sehr ordentliche Ansichten hatten, die sich von meinen komischerweise überhaupt nicht unterschieden. Aber die Führungsebene, die vertritt Politikansätze, die sich vielleicht noch in Nuancen, aber manchmal noch nicht mal das von den rot-grün bunten Ideologieprojekten im Land unterscheiden. Es ist eben nicht bürgerlich. Und Alexander Gauland hat das in einem FAZ-Interview sehr gut zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht bürgerlich, den Nationalstaat als Resonanzboden für Freiheit, Recht und Demokratie abzuschaffen. Es ist nicht bürgerlich, die Gesetze und den Rechtsstaat zu missachten, wie es die CDU-Bundeskanzlerin seit der großen Grenzöffnung am 4. September 2019 in Permanenz tut. Es ist nicht bürgerlich, eine Ökodiktatur einzuführen und der individuellen Mobilität, jedenfalls einer solchen, die sich jeder leisten kann, den Krieg zu erklären. Und ich möchte noch ergänzen, es ist nicht und in keiner Art und Weise und keinster Art und Weise bürgerlich, unser bewährtes deutsches Bildungssystem zu zerstören. Ich sage das so ausdrücklich, weil es in unserem Nachbarbundesland Hessen seit diesem Schuljahr in den weiterführenden Schulen nicht mehr obligatorisch ist, Noten zu geben. Die Notengebung in den weiterführenden Schulen des Landes Hessen ist ausgesetzt bzw. dem Prinzip der Freiwilligkeit unterstellt. Und wer hat es gemacht? Ein CDU-Ministerpräsident und ein CDU-Kultusminister. Und auch an der Frühsexualisierung unserer Kinder kann man bei der CDU in Hessen überhaupt gar nichts Schlechtes finden. Der Bildungsplan 0 bis 12, der von Rot-Rot-Grün hier in Thüringen in einen Bildungsplan 0 bis 18 fortentwickelt, fortgeschrieben worden ist, der ist hier in Thüringen unter einer CDU-Ministerpräsidentin aus der Taufe gehoben worden. Übrigens inklusiv dem sogenannten Gender-Gaga. Und das bedeutet nichts anderes, dass unsere Kinder sich auch heute vielleicht an irgendeiner thüringischen Schule kritisch hinterfragt haben, der Unterricht ist ja jetzt schon vorbei, ob sie männlich oder ob sie weiblich oder sonst etwas sind, weil das Geschlecht angeblich nur sozial konstruiert ist. Wir von der AfD, wir empfehlen jedenfalls jedem, der sich, was seine Geschlechtszugehörigkeit nicht ganz sicher ist, einfach mal einen Blick unter die Unterhose. Damit klärt sich dann in den allermeisten Fällen diese Sache ganz schnell auf.
Aber es geht noch weiter. Islamisierung, kein Problem für die CDU. Denn wer weiß schon, wie die Bevölkerungsmehrheiten in 10 Jahren aussehen. Man muss doch flexibel bleiben und man muss auch mit denen einen guten Kontakt haben, die vielleicht dann alsbald die Regierung in Germany stellen. 2010 verkündete der damalige Bundespräsident, CDU-Mitglied Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Wenig später sekundierte ihm die Bundesvorsitzende, die damalige Bundesvorsitzende, heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Markus Söder wiederholte und bestätigte diese Aussage 2012 für Bayern. Und Ralf Brinkhaus, der seit einigen Monaten der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag ist, erklärte vor noch gar nicht so langer Zeit, dass es für ihn in Zukunft durchaus vorstellbar ist, dass wir einen muslimischen Bundeskanzler haben könnten. Das sind also die Perspektiven, die uns führende Unionspolitiker schmackhaft machen wollen. Für uns, liebe Freunde, und ich bin der festen Überzeugung und einschlägige Umfragen belegen das auch, für die Mehrheit der Menschen im Land sind das keine frohen Zukunftsperspektiven, sondern das sind abschreckende Horrorszenarien. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Und wer nun auf die Gefahren für die freie Bürgergesellschaft durch Islamisierung, durch Multikulturalisierung hinweist, der kriegt es ganz schnell mit den sogenannten Kampf gegen Rechts zu tun. Aus den 180 Millionen Euro Steuergeld, die jährlich fließen. Und wir haben das mit Anfragen im Thüringer Landtag, die anderen Landtagsfraktionen haben das mit kleinen Anfragen in ihren Landtagen und die Bundestagsfraktion hat das mit Anfragen an die Bundesregierung aufgeklärt, sodass wir mittlerweile ein wirklich sehr lückenloses Mosaik vor uns haben. Aus diesen 180 Millionen Euro Steuergeld lebt so mancher linksextremistischer Verein gerne und gut. Und wer hat diesen ominösen Kampf gegen Rechts, der in Wahrheit doch ein Kampf gegen die bürgerliche Welt mit ihren Wert- und Ordnungsvorstellung als Fundament einer freien Bürgergesellschaft ist in Thüringen ausgerufen und mit dem ersten Landesprogramm in Millionenhöhe ausgestattet? Es war eine CDU-Landesregierung. Ja, auch das hat die CDU gemacht. Und es ist heute so, wenn ich jetzt mal einen Strich unter die Beispiele ziehe und eine Summe hier an Erkenntnis formulieren möchte, ob ein Politikansatz aus der anarchistischen roten Flora kommt, die übrigens auch Steuergelder hält, wie ihr sicherlich alle wisst, oder aus dem biederen Konrad-Adenauer-Haus, das kann man heute nicht mehr so genau wissen. Die CDU, liebe Freunde, und deswegen nehme ich sie heute auch besonders intensiv und mit großer Leidenschaft aufs Korn, ist vielleicht die Partei, die am meisten dazu beigetragen hat, dass die Politik oder besser die Parteienverdrossenheit in Deutschland dieses Ausmaß angenommen hat. Ich sehe, und das habe ich ja eben schon mal ausgeführt an der Basis, ich sehe gerade bei den einfachen Mitgliedern durchaus viele ehrenwerte Leute, die weiterhin für eine konservative Politik stehen, die sich von ihrer eigenen Führung verraten fühlen. Aber diesen einfachen CDU-Mitgliedern, diesen, die nicht aus Karrieregründen noch in dieser CDU sind, denen möchte ich heute, wie ich das schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder getan habe, zurufen. Jetzt, liebe Freunde, ist die Zeit, sich zu entscheiden. Jetzt ist die Zeit, sich zu bekennen zur Heimat, zur Tradition, zu gemeinsam über Jahrhunderten gewachsenen Werten. Jetzt ist die Zeit, über den Graben zu springen, der immer breiter wird. Kommt jetzt zur AfD, der einzig authentisch bürgerlich-konservativen Volkspartei in Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen. Das ist die Basis. Aber mein Konkurrent hier in Thüringen namens Mike Moring, der will nur eins. Und das ist sogar in CDU-Kreisen bekannt. Mike Moring will Ministerpräsident werden, koste es, was es wolle. Und für diesen persönlichen
Ehrgeiz, den er ausleben will mit dieser Zielsetzung? Ist er bereit, und das hat er in der Vergangenheit schon belegt und bewiesen, jeden Inhalt zu opfern und jeden taktischen Winkelzug zu begehen? Seine Parteifreunde, oftmals Landtagsabgeordnete, für meinen Wahlkreis Eichsfeld kann ich das sogar nachweisen, aber wir werden die Menschen im Eichsfeld intensiv gegen aufklären. Die tingeln gerade durch unseren Freistaat Thüringen und bieten sich den Bürgern, die von Windkraftprojekten bedroht sind, als Anwälte gegen Windkraft an. Das ist nichts anderes als eine eiskalte Täuschung der Bürger. Denn dieselben Abgeordneten, mit denen ich zufälligerweise in einem Landtagsausschuss sitze, bekennen sich, und deswegen nenne ich die Namen jetzt auch natürlich nicht, im nicht öffentlichen Teil dieser Ausschüsse immer wieder ohne Probleme zur sogenannten Energiewende und selbstverständlich ohne irgendwelche Schmerzen zum Rückgrat der sogenannten Energiewende. Und das ist nach Aussage aller Altparteien die Windenergie. Nochmal kurz zur Erinnerung. Es war die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel, die 2011 die beschleunigte Energiewende verkündete, deren Basis die Windenergie sein sollte. Es war eine CDU-geführte Landesregierung hier in Thüringen, unter der 90% der im Augenblick 1000 Windräder in Thüringen entstanden sind. Es ist eine CDU-geführte Landesregierung, die im Nachbarland Hessen ein groß angelegtes Windkraftausbauprogramm gestartet hat, das vor allen Dingen die liebliche Landschaft Waldhessens, also den nördlichen Teil Hessens, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vollkommen entstellen wird. Und ich prophezeie eins: Wenn ein Mike Moring mit Hilfe der Grünen hier in Thüringen Ministerpräsident werden könnte, dann wäre er dafür bereit, die Höhenzüge des Thüringer Waldes, die Höhenzüge der thüringischen Rhön und die Höhenzüge anderer thüringischer Mittelgebirge zu verspargeln. Darüber, liebe Freunde, müssen wir unsere Mitbürger im jetzt anlaufenden Wahlkampf unbedingt aufklären. Und wir müssen ihnen immer, immer und immer wieder mitgeben: Es gibt nur eine einzige authentische, relevante politische Kraft gegen Windenergie, eine einzige relevante, authentische politische Kraft, die 100% wirksam ist gegen Windkraft, und das ist die AfD. Ja, die Geschmeidigkeit der CDU ist mittlerweile wirklich legendär. Schwarz-Rot, Schwarz-Dunkelrot, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat da ja auch mal vor einigen Monaten einen Versuchsballon in den politischen Himmel der Republik starten lassen. Jamaika-Koalition, Kenia-Koalition, Mike Moring hat jetzt für Thüringen die Simbabwe-Koalition ins Gespräch gebracht. Man hört aus gut informierten CDU-Kreisen, dass Mike Moring für dieses Experiment sogar bereit wäre, sich in Mike Mugabe Moring umzubenennen. Ja, diese CDU ist inhaltsleer, nach allen Seiten offen. Diese CDU, liebe Freunde, jedenfalls ihre Führung, steigt mit jedem, wenn es denn dem Machterwerb oder dem Machterhalt dient, ins Koalitionsbett. Und dafür opfert sie gern jede politische Vernunft. Es ist diese CDU, und das muss nochmal betont werden, die hauptverantwortlich dafür ist, dass unsere Republik leider zu einem politischen Zwingerclub verkommen ist. Und diese Bemerkung muss ich ja unbedingt noch an dieser Stelle loswerden. Egal, ob Kenia-Koalition oder Simbabwe-Koalition, für die betreffenden Bundesländer bedeutet das so oder so, dass sie tatsächlich noch afrikanischer werden, denn diese Koalition, sie stehen für weitere unbegrenzte Einwanderung fremder Bevölkerung in unser Land. Und das ist es, was wir neben der drohenden Orientalisierung nicht wollen. Die Afrikanisierung unseres europäischen Kontinents, unseres deutschen Vaterlandes und unserer Heimat Thüringen. Niemand, und ich betone, niemand hat einen Nutzen davon, am Ende
würden alle zu Verlierern werden, Afrikaner und Europäer. Die afrikanischen Probleme müssen in Afrika gelöst werden. Wir helfen, wir unterstützen die Afrikaner dabei. Das tun wir in der bewährten Art und Weise. Aber, liebe Freunde, Afrika muss Afrika bleiben und Europa muss Europa bleiben. Und dafür werden wir kämpfen. Wir taktieren nicht. Manchmal sind wir vielleicht sogar noch zu blauäugig unterwegs, aber ich glaube, das bringt uns auch beim Wähler eher Pluspunkte, wenn wir, und das hat Stefan Möller nochmal richtig betont, uns eben nicht in Phrasen ausdrücken, manchmal auch das Herz sprechen lassen und vielleicht manchmal auch daneben greifen. Das wirkt doch allemal ehrlicher, authentischer, lebensnäher als das abstrakte Geschwafel und die abstrakte Phaseologie der meisten Altparteienvertreter. Wir bleiben unserem Standpunkt treu. Es gibt Inhalte, die sind für die AfD, die sind für mich nicht verhandelbar. Wir orientieren uns einzig und allein am Bürgerinteresse und am Interesse unseres Landes. Und wir gehen in Thüringen mit klaren Ansagen in den Wahlkampf. Ich habe viele Schwerpunkte, die ich jetzt benennen könnte. Wie gesagt, 19 Kapitel sind es geworden, 100 Seiten sind es geworden. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, diese 100 Seiten zu lesen. Sie sind prall gefüllt mit alternativer Politik, von wegen, wir sind eine Ein-Themen-Partei. Wir sind in allen Politikfeldern mittlerweile gut aufgestellt, haben in allen Politikfeldern in den letzten 5 Jahren, auch hier im Thüringer Landtag und in den Landesfachausschüssen, eine prima Arbeit gemacht und dokumentieren das in unserem Landtagswahlprogramm. 5 Kernpunkte sind für mich von überragender Bedeutung und ich werde sie in den nächsten Wochen immer und immer wieder in politische Botschaften in die Thüringer Lande tragen. Erstens, wir als AfD Thüringen starten, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, eine Abschiebeoffensive 2020, liebe Freunde. Damit Schluss gemacht. Damit Schluss gemacht mit einer Willkommenskultur für Sozialmigranten. Dann werden wir die Geldleistung auf Sachleistung umstellen. Dann werden wir routinemäßig Altersfeststellungsuntersuchungen für sogenannte minderjährige Flüchtlinge einführen, die den Thüringer Steuerzahler um 50 Millionen Euro im Jahr entlasten werden. Dann werden wir kriminelle und gewaltbereite Ausländer gesondert unterbringen zum Schutz der friedlichen Flüchtlinge, aber vor allen Dingen natürlich zum Schutz der einheimischen Bevölkerung. Und dann werden wir Abschiebeflugzeuge vom nicht ausgelasteten Erfurter Flughafen starten lassen. Und es wird mir persönlich eine Freude sein, beim ersten Flug, beim ersten Abflug auf dem Flughafen zu stehen und zu winken. Gute Heimreise! Und wir werden diese Aussage in die Öffentlichkeit stellen. Wir werden keine illegale Einwanderung integrieren. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Politik hat viel mit Psychologie zu tun. Politik hat viel mit Kommunikation zu tun. Und wir müssen uns nicht wundern, dass Millionen gekommen sind. Viktor Orban hat das mal wunderbar für die deutsche Politik analysiert. Man hat ja die illegalen Einwanderer geradezu gerufen. Ich mache diesen Menschen, die ihr Glück suchen, weniger Vorwürfe. Ich mache vor allen Dingen der etablierten Politik Vorwürfe. Und eine kluge politische Kommunikation von führenden Parteien und Politikern, die in Regierungsverantwortung sind, die muss in Anbetracht der weltdemografischen Lage, die muss in Anbetracht des Bevölkerungsdruckes, der in Afrika in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sich immens aufbauen wird, eine klare Ansage in den orientalischen und afrikanischen Raum machen. Und wir wollen diese klare Ansage hier zumindest mal für den Freistaat Thüringen machen. Wir wollen keine Willkommenskultur für illegale Einwanderer. Wir wollen eine Verabschiedungskultur. Und dann wollen wir, und Martin Reichardt und Leif-Erik Holm haben das schon so wunderbar ausgeführt, und dann wollen wir das Demografieproblem in Deutschland angehen. Die Lage ist wirklich als katastrophal zu bezeichnen. Wir brauchen eine demografische Wende. Es ist 5 vor 12. Seit 40 Jahren lassen die Altparteien eine Politik zu, die die Zukunft unseres Landes verhindert,
die eine gute Zukunft dieses Landes unmöglich macht, da wollen wir in Thüringen ansetzen mit einer Familienoffensive, mit Familienkrediten, mit allen möglichen Förderinstrumenten, die wir in unserem Wahlprogramm niedergeschrieben haben, werden wir hier eine Willkommenskultur für Kinder aufbauen. Und das heißt in Thüringen natürlich in erster Linie eine Willkommenskultur für deutsche Kinder. Was denn sonst? Das Kinderkriegen darf in Thüringen und in Deutschland generell nicht mehr am Geld scheitern. Und drittens ist für uns ganz wichtig, Stefan Möller hat darauf hingewiesen, und es ist nach aktuellen Umfragen sogar das landespolitische Thema Nummer eins beim Wähler. Und ich als Lehrer, der 15 Jahre im Dienst war, der alle Schulformen des Sekundarbereichs 1 und 2 aus der Praxis kennt, der selbst 4 schulpflichtige Kinder oft leider, muss ich sagen, im Thüringer Schulwesen hat, wegen des ungeheuren Unterrichtsausfalls möchte ich dieses leider betonen. Mir liegt es besonders am Herzen, dass wir eine Bildungsoffensive starten. Und wir als AfD in Thüringen, wir sagen ja zu einem leistungsorientierten Schulsystem, das befreit ist und wird von links-grün-roten Ideologieprojekten. Wir wollen eine entideologisierte Schule, eine Schule, die freie Persönlichkeiten bildet und damit dann auch unserem demokratischen Staatswesen eine gute Zukunft ermöglicht. Wir wollen vor allen Dingen die Lehrer stärken. Den Lehrer, und das ist die Politik aller anderen Parteien, von der Ex-SED bis zur vermerkelten Union, zum Lernbegleiter zu degradieren, das war ein schwerer Fehler. Diese Entwicklung muss gestoppt werden. Der Lehrer muss eine positive Autorität haben. Natürlich nicht als Selbstzweck, natürlich immer nur als Mittel zum Zweck, um den jungen Menschen zu leiten und im guten Sinne zu führen, damit er sich entwickeln kann und irgendwann zu einer freien und selbstbestimmten Persönlichkeit werden kann. Wir stärken unseren Lehrern den Rücken, wir fallen ihnen nicht in den Rücken wie die etablierte Politik. Wir werden dafür sorgen, dass jedem Kind in Thüringer Schulen die Schreibschrift, die verbundene Schreibschrift vermittelt wird. Weg mit den Schreibexperimenten der letzten Jahre und Jahrzehnten. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass gerade die verbundene Schreibschrift die Sorgfaltsliebe des Kindes fördert, dass sie vor allen Dingen die kreative Intelligenz des Kindes fördert, und das wollen wir unseren Kindern wohl ermöglichen, selbige aufzubauen. Und, liebe Freunde, wir sagen ohne Wenn und Aber ja zur Förderschule. Der flächendeckende Inklusionsansatz ist jetzt schon total gescheitert. Wir haben ein exzellent ausgebautes Förderschulsystem. Wir haben eine Sonderschulpädagogik, die Weltspitze ist. Wir werden mit dem Klammersack gepudert, wenn wir dieses hochdifferenzierte und hochentwickelte Systeme, sind immer differenzierte Systeme, wenn wir dieses hochdifferenzierte, hochqualitative System zerschlagen und damit nivellieren wollten. Wir wollen die Förderschulen erhalten und wir wollen vor allen Dingen auch die Förderschullehrer stärken und ihnen eine Perspektive in einer eigenen Schule geben, denn das belastet gerade die Förderschullehrer ungemein, dass sie keine Stammschule mehr haben, sondern dass sie gezwungen sind, durchs Land zu reisen. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Lehrerinnen und Lehrern geredet. Manche standen tränenüberströmt vor mir nach Bürgerdialogen und haben mir gesagt, Höcke, wir können nicht mehr. Wir sollen immer mehr erziehen, wir sollen immer mehr integrieren, jetzt sollen wir auch noch inkludieren. Wann sollen wir denn unterrichten? Und mit diesem Satz ist die ganze Bildungsmisere in Deutschland treffend beschrieben. Die Schulen müssen befreit werden von Aufgaben, die nicht originär Schulaufgabe sind. Sie müssen sich endlich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir sagen ja zu einer produktiven, solidarischen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und es gibt ein kleines Emailleschild, das ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge stehen habe, das in Bornhagen hängt, und zwar an der Außenfassade eines Gasthauses. Der ein oder andere kennt es sogar, weil es auch mal
das thüringische Gasthaus Nummer 1 war, der Klausenhof. Und auf diesem Emailleschild steht: das Geld des Dorfes für das Dorf. Und dieses Prinzip müssen wir... Und dieses Prinzip müssen wir auf den Freistaat, müssen wir dann sukzessive auch auf die Bundesrepublik Deutschland übertragen. Wir müssen weg von der einseitigen Exportorientierung. Wir müssen dem Kapital, das in Höhe von 300 Milliarden Euro jährlich ins Ausland exportiert wird und dort in der Vergangenheit beispielsweise die amerikanische Immobilienblase genährt hat, wir müssen dieses Kapital anlocken, damit es in Deutschland bleibt. Deswegen haben wir für Thüringen in unserem Landtagswahlprogramm den Thüringer Staatsfonds kreiert. Das ist ein Investitionsfonds in Infrastruktur, in Industrieprojekte. Wir wollen eine Industrialisierung und Infrastrukturoffensive für Thüringen mit Geld, das hier erwirtschaftet worden ist und das hier im Land bleiben soll, um Gutes zu tun. Das ist solidarischer Patriotismus. Das ist solidarisches, patriotisches Wirtschaften. Dafür steht die AfD. Und wir wollen eine solidarische Sozialpolitik, die wir unter anderem mit unserem Rentenkonzept unterlegt haben. Es ist ein unerträglicher Zustand, wenn die Altparteien Millionen Menschen illegal in unsere Sozialsysteme einwandern lassen, wenn unsere Sozialsysteme gegen die Buchstaben des Grundgesetzes, dort ist vom Sozialstaatsgebot die Rede, zur Plünderung freigegeben werden, während Millionen eigene Landsleute, die dieses Land jahrzehntelang am Laufen gehalten haben, die dieses Land groß und stark gemacht haben, in die Altersarmut geschickt werden. Das ist ein Skandal und den werden wir beenden, wenn die Menschen im Land Thüringen und in Deutschland es wollen. Fünftens und letztens, die Meinungsfreiheit, liebe Freunde. Ohne die Demokratie nicht gedacht, ohne die Demokratie nicht gelebt werden kann. Die Meinungsfreiheit, die für mich sogar der Eintrittsimpuls in die Politik war. Diese Meinungsfreiheit ist für die AfD Thüringen nicht verhandelbar. Laut einer aktuellen Studie trauen sich 71% der Deutschen zu gewissen Themen, beispielsweise Flüchtlinge, beispielsweise Islam, öffentlich nicht ihre Meinung zu äußern. Und auch in der Privatsphäre tun das nur noch 56%. Das sind alarmierende Zahlen, wenn man ein aufrechter Demokrat ist. Der Philosoph Peter Sloterdijk, der hat mal die Einschätzung eines Ausländers wiedergegeben. Dieser schrieb, und ich tue jetzt mal etwas, was rhetorisch nur Kreisklasse ist, ich zitiere mal Peter Sloterdijk: Das, was einem, der von außen an die Gesellschaft der BRD herantrete, an erster Stelle auffalle, ist die Feigheit, die von oben bis unten die ganze Republik durchtränke. Alle, die in der Öffentlichkeit zu Wort kämen, wirken, als hätten sie gerade ein Desinfektionsbad hinter sich. Zitat Ende. So ist es leider. Und deshalb, liebe Freunde, hat die AfD, unsere Partei, in Zeiten grassierender Feigheit den Mut zum Motto erhoben, beziehungsweise den Mut in ein Motto gepackt, beziehungsweise neudeutsch in einen Slogan verpackt: Mut zu Deutschland, Mut zur Wahrheit sind und bleiben unsere Kernforderungen. Und dazu gehört auch, und da möchte ich abschließend dran erinnern, dass wir jetzt im Wahlkampf unsere Mitbürger immer wieder aufwecken und immer wieder gegen ihre Vergesslichkeit ankämpfen. Und es war Leif-Erik Holm, der diese Anekdote schon mal in Kürze hier angerissen hat. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Also der Mann, der sich nicht entblödete, einmal mit einem rot lackierten Karl Marx auf einem Parteitag der Linken aufzutauchen. Dieser Mann, der
Und daran erinnerte Leif-Erik im September 2015 mit einer Flüstertüte auf dem Bahnsteig des Bahnhofs von Saalfeld stand und bei der Ankunft der ersten 500 Illegalen, überwiegend junge Männer aus dem orientalischen Raum, von denen wir wussten, dass sie eine schwere Belastung für die innere Sicherheit, von denen wir wussten, dass sie eine schwere Belastung für unsere Sozialsysteme sein würden. Und wer das damals so geäußert hat, ist als Ausländerfeind und als Rassist oder als Nazi beschimpft worden, sich nicht entblödete, durch die Flüstertüte zu rufen, Inshallah, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Liebe Freunde, dieses Beispiel ist für mich der stärkste Beleg für die fortschreitende Infantilisierung deutscher Politik. Dieses Beispiel müssen wir unseren Mitbürgern im Wahlkampf immer und immer wieder in Erinnerung rufen, weil viele Menschen, die permanent beschleunigt unterwegs sind, weil sie eine Familie zu versorgen haben, weil sie einen 12-, 14-Stunden Arbeitstag haben, auch sehr vergesslich sind. Diese Absurdität müssen wir immer wieder als Beispiel für eine vollständig fehlgeleitete Politik parat haben. Und wir müssen daran festmachen, wer Bodo Ramelow wählt, der wählt keinen Staatsmann. Ja, ich weiß, Bodo Ramelow ist im Augenblick als Grüß August in Thüringen unterwegs, stellt hier und dort mal einen Scheck aus und lässt sich feiern und hält präsidiale Reden. Aber das ist nicht der wahre Bodo Ramelow. Das ist nur seine Fassade. Im tiefsten Inneren, das ist meine feste Überzeugung, ist Bodo Ramelow das geblieben, was Thorsten Weiß auch schon an Begrifflichkeit hier in den öffentlichen Raum gestellt hat. Ein harter Kryptokommunist, ein linker Dogmatiker, ein Mensch, der tatsächlich immer noch die Philosophie eines Karl Marx nicht als historisch abheftet, sondern sie glaubt, in die Wirklichkeit übersetzen zu können. Was das für einen Schaden bedeuten würde, wenn dieser Mann noch 5 Jahre im Amt wäre, das müssen wir in den nächsten Wochen allen Menschen in Thüringen erklären. Und wir müssen ihnen vor allen Dingen erklären, dass dieser Mann, wenn er gewählt wird, das Multikulti-Projekt, von dem er ja ehrlicherweise, und das muss ich ihm ja zugutehalten, in seiner Regierungserklärung 2014 schon sprach. Er sprach damals von dem Projekt Buntes Thüringen, das auf seiner politischen Agenda ganz oben ist. Wenn dieser Mann dieses bunte Projekt Thüringen weiter umsetzen kann, dann werden irgendwann in naher Zukunft, nicht in 20 oder 30 Jahren, guckt euch alle an, wie sich unsere Städte schon verändert haben, dann werden Gera, Jena und Erfurt schon in wenigen Jahren so aussehen wie Duisburg, Essen und Dortmund. Das wollen wir nicht und das müssen wir verhindern, liebe Freunde. Und das will die absolute Mehrheit in diesem Land auch nicht. Deswegen müssen wir diesen politischen Wirrkopf entmachten. Bodo muss weg. Liebe Freunde, es liegt jetzt an uns. Wir haben nicht ansatzweise das Wahlkampfbudget der Altpartei, nicht ansatzweise, aber wir haben etwas, das uns unbesiegbar macht, die Liebe zu unserer Heimat. Und diese Liebe werden wir jetzt in den nächsten Wochen auf die Straße und Plätzen des Freistaats Thüringen tragen. Wir werden diese Liebe in unseren Gesprächen transportieren, an den Wahlkampfständen und bei den Reden, die wir halten werden. Wir werden diese Liebe immer und immer wieder in einer guten bürgerlichen Art betonen und mit konkreten Politikansätzen untersetzen, sodass sie für die Menschen auch erfahrbar und als Vision begreifbar werden. Kämpfen wir für dieses Land. Ermuntern wir vor allen Dingen so viele Menschen wie möglich, die mit diesem Land bzw. seiner erstarrten Parteiendemokratie schon abgeschlossen haben, zur Wahlurne zu gehen. Wir müssen es unseren sächsischen, wir müssen es unseren brandenburgerischen Parteifreunden nachmachen. Wir müssen die größten Demokratiebeleber in Deutschland werden. Wir müssen so viele Nichtwähler wie möglich an die Wahlurne locken. Und ich betone, an die Wahlurne locken. Klärt darüber auf, dass die Briefwahl eine schlechte Alternative ist. Es gibt leider Hinweise darauf,
Es gibt leider Hinweise darauf, dass bei der Briefwahl tatsächlich regelmäßig Unregelmäßigkeiten und zwar zum Nachteil der AfD auftreten. Also ermuntert die Menschen, selbst ins Wahllokal zu gehen, ermuntert die Menschen dann vielleicht kurz vor 18 Uhr ins Wahllokal zu gehen, um dann auch noch die anschließende Auszählung mitmachen zu können und überprüfen zu können. Das ist auch noch ein wichtiger Auftrag, den ich euch am Ende mitgeben möchte. Liebe Freunde, arbeiten wir, streiten wir, kämpfen wir und siegen wir für eine gerechte Sache, für den Erhalt unserer Identität, für den Erhalt unserer Heimat Thüringen, für den Erhalt und eine gute Zukunft unseres geliebten Vaterlandes Deutschland. Holen wir uns unsere Demokratie, holen wir uns unseren Rechtsstaat, holen wir uns unser Land zurück, vollenden wir die Wende. Glück auf Thüringen, los geht's Thüringen, auf geht's AfD, Thüringen, ich danke euch!